Über den Klimawandel und die Ignoranz des Menschen spreche ich mit einem der renommiertesten Klimaforscher Deutschlands, Professor Mujib Latif. Herzlich willkommen zum DW Interview. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Spahn. Herr Latif, Meteorologen werden oft ihre Prognosen vorgehalten, die dann nicht eingetroffen sind. Das können wir Ihnen jetzt auch nicht ersparen. Sie haben vor einiger Zeit gesagt, der amerikanische Präsident Donald Trump wird erst in Sachen Klimawandel umdenken, wenn eine Flut biblischen Ausmaßes über die USA hereinbricht. Das ist nun passiert. Hat er denn umgedacht? Nein, leider nicht. Ich hatte gehofft, dass Donald Trump, der amerikanische Präsident, tatsächlich irgendwann die Zeichen der Zeit erkennt. Aber ich musste jetzt in den letzten Monaten erkennen, dass er gewissermaßen beratungsresistent ist. Und ich glaube, er wird seine Meinung nie ändern. Aber so eine Art Klimaignoranz gibt es nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland hat es gegeben. Der verstorbene und hochverehrte Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat beispielsweise gesagt, die Klimadebatte ist reine Hysterie. Und das war ein Fan der Wissenschaften. Ist die Klimaforschung etwa keine Wissenschaft? Die Klimaforschung ist eine physikalische Wissenschaft und die Klimamodelle basieren auf den physikalischen Grundgleichungen, die dann in Form der Mathematik letzten Endes dann niedergeschrieben werden können. Ich selber habe Helmut Schmidt getroffen kurz vor seinem Tod. Er hat mich eingeladen, um genau über dieses Thema zu sprechen. Und ich konnte ihn zwar nicht überzeugen, aber ich hoffe, dass ich ihm zumindest noch mal deutlich machen konnte, dass man den Klimawandel nicht so ohne weiteres auf die leichte Schulter nehmen kann. Aber seine Skepsis, wenn ich richtig sehe, beruhte ja auch darauf, dass die Wetterdaten, die uns zur Verfügung stehen, ja im erdzeitgeschichtlichen Zusammenhang quasi einen Wimpernschlag nur ausmachen. Kann man daraus wirklich die Klimabeeinflussung durch den Menschen herausrechnen? Ja, das ist genau der Punkt, dieser Wimpernschlag. Natürlich hat es immer Eiszeiten und Warmzeiten gegeben. Die haben sich aber im Laufe von vielen, vielen Jahrtausenden entwickelt. Was wir jetzt erleben, das ist wirklich einmalig. Eine so schnelle Klimaänderung, 1 Grad in 100 Jahren, das ist für uns Klimatologen extrem viel. Das macht die Natur von sich aus eben nicht. Und es ist diese Geschwindigkeit, auch wie sich unsere Atmosphäre ändert in Sachen Treibhausgase. Der heutige Wert von Treibhausgasen in der Luft, der ist so hoch wie seit mindestens 1 Million Jahren nicht. Wie können wir denn, wenn das so ist, den Menschen, die da immer noch zweifeln wie Donald Trump, ganz einfach erklären, was Klimawandel ist? Klimawandel ist zunächst einmal die Erderwärmung. Ich glaube, wir spüren es alle schon etwas, zumindest die, die ein bisschen älter sind wie wir beide, dass sich doch unser Klima langsam in Richtung wärmere Temperaturen verändert. Ich meine, wir können aber auch andere Dinge messen, wie beispielsweise den Meeresspiegelanstieg. Der liegt nicht in der Zukunft, sondern er findet statt. Er ist schon im weltweiten Durchschnitt um 20 cm gestiegen. Gehen wir in die Arktis, in die Nordpolarregion, das Eis verschwindet bei einer unglaublichen Geschwindigkeit und Wetterextreme nehmen weltweit zu, auch bei uns in Deutschland, und auch das spüren wir schon. Trotz aller dieser Argumente wollen die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen. Welchen Einfluss hat das eigentlich auf das Erdklima, wenn ein so großer Akteur und so großer Luftverschmutzer da nicht mehr mitmachen will? Ja, es hängt davon ab, wie lange dieser Stillstand in Sachen Klimaschutz anhält, wenn Donald Trump gewissermaßen eine Randnotiz der Geschichte bleiben sollte, was ich sehr hoffe. Wenn er nur eine Amtszeit haben wird, dann spielt es eigentlich keine Rolle, wenn dann die Politik von Obama sozusagen wieder offiziell eingeschlagen wird. Wichtig ist aber der weltweite Ausstoß. Die USA sind der zweitgrößte Verursacher. Der größte Verursacher von CO2 inzwischen ist China. Und alleine China macht fast 30% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und beim Klima gilt eigentlich der berühmte Spruch, wir sitzen alle im gleichen Boot, denn es ist völlig egal, wo das Zeug rauskommt. Es ist immer weltweit wirksam, weil es so eine lange Verweildauer in der Luft hat. Sie haben gerade China angesprochen. China ist ja auf dem Weg heraus aus den fossilen Energien, ist der Weltmeister in Solartechnik inzwischen. Was macht es trotzdem so für die Erde belastend?
Ja, die Frage ist eben, wird China sozusagen den ganzen Weg nachahmen, den wir in Europa gegangen sind? Das heißt also, wird man die komplette Industrialisierung des Landes mit den fossilen Brennstoffen durchführen oder wird man so etwas wie ein Leapfrogging machen, wie wir sagen, das heißt so einen Sprung, eine gewisse Phase überspringen und dann sozusagen sofort von der Kohle auf die erneuerbaren Energien gehen? Das ist meine große Hoffnung, dass es nicht nur in China passiert, sondern weltweit. Die Hoffnung könnte man aber in Deutschland auch hegen. Wir halten uns für die Weltmeister in Sachen Klimaschutz. Gleichzeitig produzieren wir unseren Strom zu 52% aktuell aus fossilen Energien wie Kohle und Gas und Braunkohle vor allen Dingen. Machen wir uns auch gelegentlich was vor? Ja, absolut. Wir machen uns etwas vor. Deutschland spielt sich immer so ein bisschen auf als Vorreiter beim internationalen Klimaschutz. Das sind wir auch gewesen. Wir hatten übrigens auch sehr viel Glück durch die Wiedervereinigung, dass wir also alte Technologie ersetzen konnten durch hochmoderne Technologie. Aber im letzten Jahrzehnt ist praktisch nichts mehr passiert. Seit 8 Jahren gibt es Stillstand und im ersten Halbjahr 2017 sind sogar die Treibhausgasemissionen bei uns in Deutschland wieder gestiegen. Also wir haben unsere Vorreiterrolle verloren. Umso wichtiger wäre es, dass wir jetzt wieder couragierten Klimaschutz in Deutschland betreiben. Haben Sie denn Hoffnung, dass das passiert? Ja, also ich denke schon, denn Wirtschaft und Umweltschutz, Klimaschutz gehören zusammen. Und ich glaube, diese Ansicht setzt sich immer mehr durch, obwohl natürlich ein gewisser Stillstand zu beobachten ist. Aber man sieht einfach an verschiedenen Ecken, übrigens auch in den USA, dass sich diese Ansicht immer mehr durchsetzt. Und ich glaube, irgendwann, und am Ende wird keiner wissen, warum, irgendwann geht es dann richtig los mit den alternativen Technologien. Und dann gibt es keinen Halt mehr. Und dann passiert das ganz, ganz schnell, so wie beispielsweise bei dem Smartphone, das auch niemand für möglich gehalten hätte. Selbst wenn wir jetzt wirklich aktiv weltweit in den Klimaschutz tatsächlich einsteigen würden, vehement und radikal, müssen wir ja mit den Folgen dessen leben, was schon passiert ist. Was droht uns da? Wie können wir uns vor den Folgen schützen? Es geht ja auch um das Vermeiden von den Auswirkungen. Ja, wir können natürlich kurzfristig gar nichts mehr tun, denn das Klima ist träge. Es wird jetzt ohnehin weiter reagieren auf den Treibhausgasausstoß, den wir in den letzten Jahrzehnten ja schon bewerkstelligt haben. Deswegen wird die Entwicklung erstmal in den nächsten Jahrzehnten so weitergehen. Die Erde wird sich weiter erwärmen, die Meeresspiegel werden weiter steigen, die Wetterextreme werden weiter zunehmen. Wo ist der Meeresspiegel hier an diesem Kai in 20 Jahren? Stehen wir dann schon mit den Stühlen im Wasser? Ja, also wir hatten bis jetzt einen Anstieg von ungefähr 20 Zentimeter seit Beginn des 20. Jahrhunderts und im Moment steigt er mit einer Rate von ungefähr 3 mm pro Jahr. Wenn wir da also jetzt 10 Jahre nehmen, sind es nochmal 3 cm. Aber er ist dabei, sich zu beschleunigen, also können es durchaus, sagen wir mal in 20 Jahren, nochmal vielleicht 10 cm sein. Ist das nicht auch genau ein Problem, sagen, also jedes Jahr 3 mm, das sieht man ja kaum. Ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Dass also viele Daten, die wissenschaftlich erhoben worden sind, aber nicht die Auswirkungen haben, die Leute wirklich aufzurütteln. Ja, das ist das große Problem. Die Bedrohung ist nicht spürbar, zumindest nicht hier. Die Bedrohung, selbst bei solchen kleinen Meeresspiegelanstiegen, ist natürlich spürbar dort, wo sie praktisch auf Meeresniveau leben. Also wenn Sie die tieflegenden Inseln in der Südsee nehmen, wenn Sie Bangladesch nehmen, aber auch in Miami. Miami leidet heute schon extrem unter dem Meeresspiegelanstieg, gibt heute schon Millionen und Abermillionen von Dollar aus, um sich zu schützen. Aber es ist gewissermaßen per Strafe verboten, das Wort Klimawandel in den Mund zu nehmen. Das ist wieder ein Beispiel für die Ignoranz und aber auch die damit verbundenen Interessen, die nicht unbedingt alle für den Klimaschutz ausgerichtet sind. Sie haben gerade den indischen Subkontinent angeführt. Das ist die Heimat Ihrer Familie, wenn man so will. Ihre Eltern sind 1954 aus Pakistan nach Hamburg gekommen, weil ihr Vater, der Imam war, eine Moschee dort aufgebaut hat. Und dann hat der junge Mojib sich nach der Schule gefragt, was will ich denn werden? Da war aber die Klimaforschung nicht das erste Ziel. Nein, also ich wollte schon Naturwissenschaften machen, aber wie das so ist, man ist ja unsicher nach dem Abitur und meine Eltern meinten, ich soll lieber etwas machen, womit man Geld verdienen kann. Und deswegen habe ich dann angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Aber dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das einfach nicht
meinen Neigungen entspricht. Und dann habe ich doch gewechselt und ich habe es nicht einen Tag bereut. Selbst die Möwen protestieren. Ja, genau. Die Möwen freuen sich natürlich, dass wir hier sind. Und wie gesagt, ich habe es nicht einen Tag bereut. Mein Beruf, Meeres- und Klimaforscher, ist mein Hobby und ich empfinde es überhaupt nicht als Arbeit. Trotzdem hat man so global den Eindruck, dass die Ignoranz größer ist als das Verständnis für das, was da passiert. Und wenn man die Auswirkungen so einschätzt, wie Sie das skizziert haben, dass da wirklich was auf alle Regionen der Erde zukommt, was wird denn dann aus Ihrem Traum, einmal auf dem Mond zu stehen und die Erde aufgehen zu sehen? Wird das dann eher ein Albtraum? Ja, also die Erde bleibt natürlich wunderschön. Das darf man nicht vergessen. Es ist das blaue Juwel im All. Und es wird das blaue Juwel im All bleiben. Das heißt also, wenn wir vom Mond auf die Erde blicken, wird die Erde immer wunderschön sein. Die Frage ist also nicht, was wird aus der Erde, sondern die Frage ist, was wird aus uns Menschen? Denn die Lebensbedingungen für uns, die werden sich dramatisch verschlechtern. Aber die Natur insgesamt, die wird natürlich schon mit Katastrophen fertig, wie sie immer mit Katastrophen fertig wird. Und am Ende interessiert die Erde es herzlich wenig, ob wir überleben werden oder nicht. Relativ, da sind wir am Ende unseres Gespräches und bei der Bitte, unsere drei Thesen, die wir immer anfügen, zu ergänzen. Trotz bedrohlicher Szenarien in Bezug auf den Klimawandel bleibe ich optimistisch, weil? Weil ich in meiner persönlichen Lebensspanne immer wieder Dinge erlebt habe, die man für unmöglich gehalten hat. Menschen ändern ihr Verhalten oft nicht aus Einsicht, sondern gezwungenermaßen, das finde ich. Das finde ich schade, aber so sind wir Menschen nun mal. Dass in 20 Jahren hier an dieser Küste Palmen wachsen, halte ich für ausgeschlossen, weil das Klima einfach sehr langsam reagiert. Mujib Latif, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.